Lange vor dessen Erschmetterung wurde Godfrey zum ersten Elden Lord der Goldenen Ordnung und brachte eine Kontrolle in die Zwischenlande, die bis heute ihresgleichen sucht. Doch schon bald wurde er durch Radagon ersetzt, der als zweiter Elden Lord aufstieg. Nun stellt sich aber die Frage, was war vor der Zeit der Goldenen Ordnung? Hallo, ich bin Sera und heute sprechen wir über Plassey Dusax, den mehrköpfigen Drachenlord aus Faro Masula. Um ein Eldenlord zu werden, wird die Unterstützung eines Gottes benötigt. Und zur Hochzeit der Drachen hatten auch diese ihren eigenen. Plassey Dusax war der Auserwählte ihres Gottes. Doch eines Tages floh der Gott, um niemals zurückzukehren. Wer dieser Gott war, lässt sich nicht sagen, doch wartet der zerbrochene Drachenlord sehnlichst auf seine Wiederkehr. In einem zeitlosen Sturm im Zentrum seines Königreiches verborgen, würde er ewig auf dieses warten. Oder zumindest, bis ein Befleckter seinen Weg in das Auge des Sturms findet. Faro Masula wurde zu einem Mausoleum der Drachen, bewacht von Bestienmenschen, die ihnen einst dienten. Eine ewige Ruhestätte für ewige Drachen. Mit dem Verschwinden Plassey Dusax wurde die Blutlinie der Drachen unweigerlich verdünnt. Und als der Erdenbaum langsam den Zwischenlanden entsprang, wurden seine Nachfolger immer schwächer. Seine Schuppen hingegen würden in den Jahrzehnten, die folgten, als Material für göttertötende Waffen genutzt werden, indem sie die Zeit selbst um diese verzerren. Im Zentrum von Faro Masula treffen wir auf diese enorme Bestie und können uns ihm im Zweikampf stellen. Der Sturm, der seine Arena umgibt, hält die Zeit selbst zurück, und das Auge des Sturms ist der einzige Ort auf dieser Welt, in dem der Einfluss der Götter rückgängig gemacht werden kann. Selbst die Flammen des Chaos müssen sich dem zeitlosen Sturm hingeben. Plassey Dusax ist ein verheerender Gegner und trotz seiner relativen Trägheit ist er nicht zu unterschätzen. Blitzaufgeladene Speere und Klauen sind seine Spezialitäten und man sollte sich auch vor seiner Teleportation und seinen Lasern in Acht nehmen. Unvorbereitet wird man hier schnell ins Gras beißen. Der Drachenlord ist vermutlich eine Anspielung an die alten Drachen aus der Dark Souls-Reihe, da die Klinge, die aus seiner Erinnerung gefertigt werden kann, sehr den Drachenwaffen aus Dark Souls 1 ähnelt. Ebenfalls ist er vermutlich König Ghidorah nachempfunden, einem mehrköpfigen Drachenkönig aus der Welt Godzillas.